Es schaut jetzt nicht unbedingt wie die Baker Farm aus. Jetzt blubbert's auch schon wieder. Boah, wieso ist das denn hier alles? Du kannst mich ja mal. Was? Das Plüschkrokodil. Oh, das ist kein Plüschkrokodil mehr. Bauen wir uns kurz nochmal einen neuen. Dass wir einen dabei haben. Da ist wieder Metallschrott. Da ist nochmal ein Speer. Ja, lass mich raus. Wurfspeer. Ich will mal nicht, eigentlich nicht auf die Karte gucken. Quarantänebereich 1. Okay, es wird nicht verraten, wo wir sind. Also ich setze so einen kleinen Teil, wobei... Das Gebäude kennen wir halt auch noch nicht, oder? Es besteht eine Chance, dass es das Baker-Anwesen ist, aber sie ist gering. Mal den Kühlschrank checken. Ja, da ist nichts mehr dran. Teilschrott hier. Ich wüsste halt nicht, wer hat hier denn noch so eine Hütte stehen? Außer den Bakers. Mikrowelle hier. Flusskrebs, hey. Guck mal an. Boah, die Geräusche, es ist so übel. Es ist absolut übel. So. Nee, nee, es ist nicht die Baker-Farm. Ah, schau mal an. Hey. Nein! Den können wir aber wieder aufsammeln, alles gut. Okay. Hier ist er. Sperr. So, dann mal hier hoch. Das sind wir sicher auf den Plattformen, so wie es ausschaut. Boxerpuppe, okay. Ah, hallo. Das ist ein Witz. Was er für eine scheiß Kurve macht und jetzt kriege ich den nicht mehr. Ist doch nicht sein Ernst. Er ist weg. Wieso ist es weg? Es ist weg. Metallschrott. Geht doch nicht so viele Runden. So, du bist erledigt. Dein Freund da hinten kriege ich gerade nicht. Deine zwei Freunde da hinten kriege ich gerade nicht. Ist da hinten irgendwas? Ne, das ist, glaube ich, nur ein Ast, oder? Ich glaube, fast da liegt eine flüssige Chemikalie. Da müssen wir mal ganz kurz hingucken. Also in Louisiana würde ich tatsächlich auch nicht in den Sumpf gehen. Ja, da liegt eine flüssige Chemikalie. Die brauchen wir natürlich. So, und dann hier hinten rum. Jetzt darf halt kein Krokodil mehr kommen. Wir können uns nicht wehren. Das wäre fatal. Okay. Gleich hier, da kann ich nichts machen. Wird dann mal raus aus dem Wasser. So. Okay. Ja, die Party geht dann unter im Haus weiter, so wie es ausschaut. Oder nee? Nicht mal. Jetzt holen wir uns hier erstmal kurz diese Kiste da vorne. Einen Ast. Sehr gut. Immer einen neuen Speer. Wir können uns auch eigentlich mal einen Heiltrank nochmal, wobei wir können uns einfach mit diesen Viechern heilen, indem wir die essen. Das ist ja egal. Die Krokodile sind egal. Jetzt die Frage, was ist hier unten drin? Sollen wir da reingehen? Ich rüste mal vorsichtshalber den Speer aus. Es war mir so klar, dass da irgendwas kommen muss. Eine Champion-Puppe. Hat sich aber gelohnt. Hat sich gelohnt. So, hier hoch. Dann halt wieder kein Speer mehr. Aber gut. Könnten wir die Krokodile auf die Krokis mit
Ach du Show. Was? Da hinten ist eine Kirche. Wo sind wir denn hier gelandet? Das ist eine Alligatorenfarm? Würde einiges erklären. Hier ein Flusskrebs. Die Fische sind da nicht mit, oder wie? Was? Wahrscheinlich wartet das Vieh dann in der Kirche mit Zoe. Pfeilbombe. Das ist zumindest realistisch, denke ich mal. Boah. Bitte was? Okay. Unter sich rein. Ich will da rein, aber ich kann halt nicht ohne Bewaffnung. Diese Kisten hier. Schau mal, warum sollte ich da runter wollen? Was ist hier unten? Hier ist ein Durchgang unter der Brücke, aber hier hinten ist soweit nichts, das ich sehen würde. Wir müssen uns erstmal einen neuen Speer machen können, vorher gehe ich nicht ins Wasser, das kannst du ja absolut vergessen. Schau ich aus. Wie schau ich denn aus? Oh, hallo. Hier! Willst du eine kassieren oder was? Wieder drinnen. Eine Kiste. Ja, der ist down, der wehrt sich noch ein bisschen gegen den Tod, aber wird es auch realisieren. Oh, hallo. Bitte was? Hinter mir war noch einer. Hinter mir war noch einer. Friss, Junge. Friss ein Tausend. Ast. Wir haben hier einen Ast gefunden. Alter, Zweiheit. Champion-Puppe. Jawohl. Okay. Okay. Oh mein Gott, was da an Wurfpfeilen sind. Wurfpfeile. An. Weiß schon. Wie heißt's? An. Wurfsperre. Nicht Pfeile. Meine Güte, ja. Immer diese komischen Typen im Internet. Keine Ahnung haben. Ja. Wenn ich hier nach unten gehe, ist hier irgendwo ein Kroko, hundertprozentig. Ich hab's gehört. Das ist weg. Mach ich mal noch einen neuen Speer. So, hier hinten ist glaube ich auch nochmal eins da, ja. Um die Ecke. Krokojagd. Ja. Will ich ein Krokodil töten, ey. Ast, Boxerpuppe. Wie haben wir denn jetzt schon? 7% und hier 15. Haut rein. Nackige 22% hier. So ist Ruhe. Achso, das ist die Kiste, Alter. Ich muss hier dann erstmal durch. Können wir jetzt mal entspannt weiter gucken. So, Auge jucken, warte. So. Ist die Cam jetzt rechts? Ist okay eigentlich, weil unten rechts wird eigentlich nur angezeigt, wie viele Wurfpfeile ich habe. Ich warte mal ganz kurz hier. Den hier, da ist einfach nur der Wurfpfeil-Symbol und eine 3. Also ich denke nicht, dass das so atemberaubend ist. Bei den Händen haben wir gar nichts und halt bei den Dingen die Zahl auch wieder. Also ich denke, das ist okay unten rechts. Das können wir schon so machen. Da esse ich mal gleich nochmal so eine Krabbe. Oh, es ist ekelhaft. Ich krieg so zu viel. Okay, haben wir hier noch irgendwas Schönes oder? Ah, guck mal an, eine neue Madeklinge. Mmh, lecker.
Hier werde ich wahrscheinlich nicht durchkommen. Dann also zurück. Können wir die Seite. Entschuldigung. Können wir eigentlich nur mal durchsuchen. Ich hoffe, ich gehe jetzt keinen Schluck auf. Das wäre jetzt der Killer. Das wäre mal das beste LP, oder? Einfach so alle 2 Sekunden so. Das wäre doch lustig. Ist hier unten irgendwas? Ich glaube nicht. Guck, was du mal drunter. Das war mir sehr, sehr unangenehm. Alter, weh, da ist nichts. Hier ist doch safe, irgendwas muss hier sein. Ich bin doch nicht umsonst hier runter. Boxerpuppe, wenigstens. Irgendeine Belohnung. Dafür, dass ich hier runtergesprungen bin. Das wäre erledigt. Aber hier ist anscheinend absolut gar nichts. Ja, ist ja auch schön. Dann haben wir jetzt 3 Wurfsperre hier komplett gewastet. Meinetwegen. Aber die Krokodile sind weg. Vielleicht überlebt er deswegen irgendwer anders. Wer weiß, es ist in dem Spiel natürlich üblich hier, dass da mehrmals die Leute durch dieselben Areale gehen. Scheint's. Okay. Ja, meinetwegen. Wir können uns einen neuen machen. Können wir uns wenigstens noch einmal wehren. Dann schauen wir mal weiter. Jetzt hier. Da unten waren wir. Als nächstes müssen wir. Hört mal diese Sprengfalle. Für dich nicht. Für dich brauche ich eine Sprengfalle. Für dich brauche ich eine Sprengfalle. Scheiße! Was? Was? War ich so low? Bitte was? Oh nein! Oh nö, wo er mich reinschmeißt. Echt jetzt? Hat das schon alles eingesammelt? Ja, okay, dieses Mal können wir jetzt hier den vorderen Teil hier einfach mal sparen. Da müssen wir nicht runterspringen. Es sei denn, ich habe was übersehen, das. Du wirst mich doch verarschen. Alter. Ich wollte spannend machen. Ich glaube, genau deswegen ist das da unten. Das ist quasi einfach nur eine Strafe, wenn man runterfällt. Alter. Okay, du bist RIP. Oder? Brauchst du noch was? Ich denke nicht. Viel Spaß damit. So, die Boxer gucken. Da ist noch einer gewesen. Bitte was? Wie viele habe ich denn da gekillt? Hier erstmal eine Garnele rein. Alter. Hier nochmal einen. Es ist so eklig. Hier, warte. Den hier. In den Bauch. Die werden erledigt. Achso, ja, einschlagen. Kommen wir hier mal durch. So. Und jetzt muss ich nochmal da nach unten gehen. Zweiten Speer produzieren. Ich heile mich auch nochmal. Vorsichtshalber. So viel bringen die halt wirklich nicht, aber wir haben halt echt schon so viele davon, da können wir locker mal ein paar reinhauen. Das ist so eklig. Oh. Hier, Krokus, was sag ich? Den haben wir. Jetzt holen wir uns erstmal wieder die ganzen Wurfsperre hier. So. Schöner Versuch, aber hat schon letztes Mal nicht funktioniert.
dass du mich frisst. Okay. Wollen wir mal? Denke ich hier so in dem Rest des Gebietes ist nichts. Wir müssen nur mal ganz kurz nach da hinten schauen. Da glaube ich hat uns letztes Mal auch ein Krokodil gejumpscared, ne? Oder? Nö. Alles gut. Mal schnell hier die Made. Dann können wir wieder nach oben gehen. Also rein theoretisch müssen die Krokodile auch die Treppe hier hochkommen können. Vielleicht machen sie das ja auch sogar normalerweise. Wir haben zum Glück hier erstmal Frieden. Oh, hallo. Hier geht's nicht weiter. Wir könnten von hinten einen Speer drauf werfen, aber gehen jetzt mal in Close Combat rein. Okay, dieses Vieh ist absolut übel. Made rein. Made rein. Geht schon wieder ein bisschen besser. Es ist despawned. Es ist weg. Tausendfüßler. Lecker. Mm. Wenn es jetzt wieder da ist, schmeiß ich einen Speer. Kannst mich mal, Drecksvieh. Also den kleinen Krabbelspinnen hier ist echt nicht zu spaßen. Hey Freunde. Habt ihr Bock? Na komm. Komm schon. Komm her. Oh nein, Krabbelvieh. Okay. Hier. Scheiß Vieh. Hier. Essen ohne Ende. Guck, nimm dir doch das Dosenfressen mit hier. Du bist doch nicht die ganze Zeit die Tausendfüßler, die lebendigen. Ist doch viel schöner, wenn du hier Fertigessen hast. Wir müssen natürlich auch nochmal nach unten gehen. Alles gut. Boxerpuppe. Na komm schon. Okay. Dann machen wir das eben. Hier. So, Finisher. Boah, wie wir schon ausschauen auch. Okay. Bevor es hier weitergeht, muss ich da aber mal nach unten gehen. Denn unter uns ist ja dieses Lager mit den ganzen Speeren gewesen. Die Frage ist nur, wie komme ich denn hier dann auch wieder hoch? Nö, ich bin noch gar nicht auf der richtigen Seite, ne? Das ist unter dem Gebäude. Da muss ich da drüben runtergehen. Okay, ich muss schon noch weiter. Alles gut. Bin schon auf dem richtigen Kurs, hab nichts verpasst. Ich hau mir mal nochmal hier einen Tausendfüßler rein. Er krabbelt quasi von selber in meinen Magen. Geil. So. Den hier. Also unten sind auf jeden Fall Krokus, sonst wird uns das Spiel keine Gratissperre geben. Wo, 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 wo? Da vorne ist eins. Nein! Die Sau ist gerade respawned. Okay, ich hol mir kurz meinen Speer zurück. Wurfspeer. Dann gehe ich jetzt mal da unter das Haus und bin dann mal dieses Lager. Hoffentlich ohne angeknabbert werden. So. Alles gut soweit. Genau da will ich hin. Oh ja. Hier ein Ast, Wurfspeer, Flusskrebs, Flusskrebs, Wurfspeer, so muss das. Hier nochmal ein Flusskrebs. Oh yes. Okay. Das ist gut. Schau mal an. So, weiter geht's. Die Sache ist, die bleibe ich nochmal hier unten oder gehe ich jetzt hoch? Vielleicht da hinten könnte halt noch was versteckt sein.
Aber das ist halt nicht garantiert. Da hinten ist was Rotes. Das ist eine rote Boxerpuppe. Na los, dann wollen wir mal. Hab ich. Das Vieh ist erledigt. So, komm her. Champion-Puppe. Das macht halt dann wahrscheinlich auch insgesamt, sollte ein Endkampf kommen, diesen einiges leichter. Wahrscheinlich gegen diesen fetten, der gerade Zoe entführt hat, dieses fette Monster. Wir sind ja eigentlich gleich bei der Kirche. Bin mal gespannt. Guck ich einfach mal noch nach da vorne, in der Hoffnung, dass da kein Krokodil ist und mich gleich zerfetzt. Das wäre äußerst traurig, wenn ich da nochmal anfangen müsste von Anfang an. Ich glaube... Warte, ich sag's noch nicht. Warte. Warte noch. Haben wir hier einen Rettungsring. Bisschen angespülter Müll einfach hier. Okay, ab nach oben. So, warte, jetzt kann ich es eigentlich gleich sagen. Ich glaube, wir sind jetzt safe. Ah, hier ist kein Gegner mehr. So. Oh. Warte mal. Stolper fallen. Viel Spaß damit. Bin ich tot? Du auch? Ja. Da rechts ist irgendwas gespawnt. Genau gesehen. Wir können uns erste Hilfe-Arznei machen, wenn wir wollten, aber müssen wir eigentlich nicht. Was bist du nur ganz normal? Naja, komm her. Das ist ein Problem für mich. Ich krieg dich ja mal easy. Made? Was willst du, du Made? Ja. Wurfspeer. Links um die Ecke, oder? Oder rechts? Ah. Oh. Hau bloß ab. Mistvieh. Oh, hallo. Nein! What? Das ist ein Witz jetzt. Ich bin von der Brücke gestolpert. Ich bin von der Brücke gestolpert. Ich glaube, ich krieg zu viel. So, hab ihn. Made. Und hier vorne. Was ist hier? Achso, da ist. Nee, da ist der nicht gespawnt. Was ist denn hier? Gar nichts. Hier vorne geht's zu dieser komischen Kirche. Da freue ich mich ja. Kirche und Horrorspielen. Das kann ja gar nicht schief gehen. Das muss ein guter Ort sein. Wie der Wald hier schon ausschaut. Safe Room? Safe Room. Boxerpuppe. Okay. Speichern. Schauen wir mal die Karte an. Verlassene Kirche. Achso, ich dachte schon, da waren wir ja schon. Da oben ist die verlassene Kirche. Okay, sonst ist hier nichts. Wollen wir mal. Was ist hier? Achso, den Stein können wir wegrollen. 100 Füßer. Boah, was machen wir denn? Ich könnte mir... Wenn ich so eine Stolperfalle machen will, dann mache ich mir mal eine Arznei noch. Immerhin haben wir dann eine. Sollten wir jetzt wirklich in irgendeinen Kampf geraten. Dass wir uns wenigstens mal schnell hochheilen können. Und nicht fünf Viecher runterschlucken, oder? Ach du Scheiße. Hier nochmal eine Made. Hm. Nice. Eine dunkle Kirche. Ein dunkler Friedhof. Hm, ja. Das ist mein Gebiet. Da krieg ich direkt einen Gänsehautanfall hier. Richtiger Schub von Gänsehaut. Komplett durch den Körper gespürt. Das ist doch einfach. Erste Hilfe Arznei, okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ein Ast.
Eigentlich müsste das Gebiet doch voll sein mit aus dem Weg, Ketzer. Oh, was? Was soll denn das jetzt? Das ist doch jetzt scheiße. 3 gegen 1. Okay, warte. Oh, scheiße, Mann. Oh mein Gott, heil dich. Alles gut, los, wechseln. Leg doch die Falle. Leg diese Falle hin. Hier. Ich hab vorbeigeworfen, wie ich vorbeigeworfen hab, Junge. Oh, dem geht's nicht gut. Oh, scheiße. Okay, haben wir ihn? Auf erstmal. Deine Made schlucken. Boah, das ist doch ein Witz. Das ist ein Scheißwitz jetzt. Durch den Grabstein. Er hat mich durch den Grabstein gekriegt. Wir haben ihn. Alter. Das war dann unsere gesamte Ausrüstung, die wir auf den verwendet haben. Sehr gut. Wenn es weiter nichts ist. Aber wenn Zoe nicht hier ist, ey. Jetzt alles umsonst war. Was sind das hier? Nur ein Ast. Achso, ein Stück von einem Türchen, ne? Okay, was haben wir jetzt hier? Eine Kirche. Da ist Zoe. Wir haben sie gefunden. In der Tür ist nichts, okay. Zoe, alles ist gut. Sakrileg. Ach du Heilige, warte mal, da muss ich jetzt echt mal ganz kurz. Eventuell. So. Eventuell habe ich ein Thumbnail. Nicht gut. Was? Das war Jack? Was? Verdammt, Jack! Erkennst du deinen Bruder nicht mehr? Was? Der hat uns in den Sarg eingesperrt. Fass ihn nicht an! Jack! Lass mich hier Felix raus! Familie! Wie kannst du mir sowas antun? Lass mich gefälligst raus, Jake! Nein! Was? Go till and roadie. Go till and roadie. Sell and roadie, that everybody's dead. I was raised in a deep dark hole, a prisoner with no parole. They locked me up and took my soul.
She's done, he'll be tried.